Heimat kämpft für Heim. Wo man daheim ist, wo man geboren ist, wo uns die Eltern auch gezogen haben. Ein Ort, da bin ich zufällig daheim. Und deswegen ist das aber meine Heimat. Aber es ist Zufall. Und ich habe schon eine tiefe Verbundenheit an Tirol, habe wirklich. Aber das ist Zufall, weil ich zufällig da bin. Ich mal einmal fehlen, wenn du von der Ebene kommst und die Berge siehst, jetzt bist du daheim. So ist das. Ja. Und das wird wahrscheinlich in die Südtirol auch noch so gehen. Unter Heimat verstehe ich ja, das lebendige Erbe, was man von den Eltern hat, nicht allein Leib, sondern auch die Sprache. Und das muss man pflegen. Da gehen sie in die Kirche, sie beruhigt in der Kirche, als ich in der Kirche habe, da in so einem Passajoka. Und man, da gab es viel zu sagen. Aber heute bin ich faul.
ist eine ziemlich schwierige Frage, weil ich mal sagen kann, für mich ist das mit einem Nationalkonstrukt verbunden und das Konstrukt bedeutet schon, dass es nichts Reales ist, sondern dass es etwas ist, das immer wieder so Dichotomien aufbaut zwischen wir und ihr und ich gehöre dazu und du halt auf jeden Fall nicht. Und es ist ein problematischer Begriff, der mir ehrlich gesagt nicht sehr gefällt, weil er immer wieder den anderen als das andere, als Negativfolie zu meinem eigenen zeichnet. Die Frage war, welche sind deine Wurzeln? Daraufhin
habe ich geantwortet. Welche Wurzeln? Ich bin doch kein Baum. Ich bin ein Mensch mit den zwei Beinen und aus diesem Grund kann ich mich weiter bewegen. La pregunta era, ¿cuáles son tus raíces? A lo que yo respondí, ¿cuáles raíces? Yo no soy un árbol, soy un ser humano y por eso tengo piernas. Por eso puedo caminar. La domanda era, quali sono le tue radici? Al che io ho risposto, ma quali radici? Io non sono un albero, sono un essere umano con due gambe, quindi posso camminare. Mach mal eine Haltestelle und mach mal eine Kanast. Meistens einen schönen Ort zu leben. Und meistens fühle ich mich wie ein Alien hier. Engstirnigkeit. Nochmal? Engstirnigkeit. Tirol. Tirol. Nichts, viel, alles gegensätzlich. Kontrapunkt. Tirol ist bunt, engstirnig, kalt, warm. Ein Land voller Gegensätze. Ja. So ist es. Ja. Ma so ist es. Ja. Ma so ist es. Ja. Ja, Mütter, was verstehst du unter alpenländischer Idylle? Mal jetzt mal ganz aufstehen und sich die Sonne schon auch in den Bergen auf den Spitzen und in den Gang. Wo man daheim ist, wo man geboren ist, wo uns die Eltern aufgezogen haben und der Heimat verstehe ich auch, das lebendige Erbe, das man von den Eltern hat, nicht allein Leib, sondern auch die Sprache. Und das muss man pflegen. Die Sprache, der Dialekt, bei uns im Teldra-Dialekt, was uns die Mütter gelernt hat, das ist für mich ganz wichtig, dass es zum Begriff Heimat dazugehört. Das ist zum Begriff Heimat dazugehört. Das ist zum Begriff Heimat dazugehört. Das ist zum Begriff Heimat dazugehört.
das ist zum Begriff Heimat dazugehörst. Das ist zum Begriff Heimat dazugehörst. Das ist zum Begriff Heimat dazugehörst. Dazugehörst, dazugehörst, dazugehörst. Thank you.